Also, jemand hat mich gefragt, wie baut man Decks in diesem Game? Und da muss ich euch aber so gut wie das komplette System erklären, weil sonst macht es keinen Sinn. Also, hauptsächlich kauft man Karten mit diesen Steinchen hier. Die kriegt man im Solo-Modus, da ist es am einfachsten, weil man da schon vorgefertigte Decks hat. Da spielt man auch gegen vorgefertigte Decks und das ist gegen NPC. Wenn ich jetzt hier irgendwo reingehe, kann ich dann hier zum Beispiel, das ist das Leihdeck, also das Standarddeck und meinem eigenen Deck, wenn ich hier gewinne, kriege ich hier zum Beispiel 200 und da gibt es mehrere davon. Müsst ihr einfach komplett den Solo-Modus durchzocken und dann kriegt ihr schon genug Steine, aber eigentlich müsstet ihr schon genug haben, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal anfängt. Ich weiß, ist jetzt ein bisschen spät, vor allem weil die Android-Version ein bisschen länger draußen ist, aber jetzt diese Edelsteine zu kaufen, diese Dinge hier, das lohnt sich gar nicht. Also, das ist viel zu teuer. Wenn es für die Hälfte verkauft werden würde, dann wäre es okay, aber so gar nicht. So, und dann habt ihr hier Mission. Jeweils, ob ihr Solo-Modus oder online gewonnen habt, da kriegt ihr auch immer diese Steine als Belohnung, diese Diamanten, sage ich jetzt mal. Und dann im Shop gibt es etwas, das nennt sich, wo bist du? Spezial. Hier, Duel Pass Gold. Der kostet irgendwie 600, den würde ich auch direkt holen, weil man dadurch eigentlich genau dasselbe hier wie bei den Missionen hat. Je nachdem, was man online erreicht hat, schaltet man hier auch Edelsteine frei. So. Wenn ich jetzt hier 50.000 Edelsteine habe, was mache ich mit denen? Also, wir gehen dann mal in den Shop rein. Ihr müsst so damit anfangen. Den Normalpacks würde ich am wenigsten holen. So, wenn ihr gar nichts anderes holen könnt, dann ein von den zwei, das Master Pack, das könnt ihr knicken. Structure Decks könnt ihr knicken. Zubehör könnt ihr knicken. Spezial, wie gesagt, hier das Ding. Und im Bundle-Angebot, das wäre das erste, was ich holen würde. Und zwar alle drei davon. Alle drei davon. Ich habe das jetzt auf dem PC schon komplett anders angefangen, weil ich habe das direkt am ersten oder zweiten Tag runtergeladen. Deswegen habe ich mir die nicht geholt, aber könnte ich wieder hier von vorne anfangen, würde ich mir die drei Dinger sofort als erstes holen. Weil die Hauptkarten, die man hier garantiert kriegt, sind, die braucht man in jedem Deck. Die braucht man in jedem Deck. Also die Dinger sich direkt am Anfang holen, direkt nach dem Passding hier nach dem, warte, normale Pack Spezial Duellpass hier nach dem Duellpass. So, die Bonus Packs, die kann man sich immer holen, das ist völlig egal. Da kriegt man auch im Story Modus Tickets dafür. Ich würde immer warten, bis man 10 Tickets hat, weil das ist das Maximale und dann immer direkt holen. Das ist das kann man immer wieder mal machen, das ist völlig egal. Und bei den Geheimpacks ist es so, die schaltet man frei. Die schaltet man frei, die sind deckspezifisch. Und dann würde ich davon so viele 10er-Packs wie möglich holen. Vor allem, wenn ihr irgendwie 3 oder 4 Stück von denen geholt habt, leuchtet das lila und dann kriegt ihr die ganz krassen Karten. Also die hier. So, aber wie komme ich jetzt zu diesen Geheimpacks? Wie schalte ich die frei? Und zwar, wenn ihr auf Deck geht, ich nehme jetzt hier mal mein Blue Shadow. Hier mein Blue Shadow. Und zwar seht ihr hier, ihr könnt auch Decks schon erstellen, von wo ihr die Karten nicht habt. Also wenn ihr hier das Doppelsymbol drin habt, könnt ihr auch. Na komm. Hier sieht man es eigentlich schon. Aber ja, hier sowas. Das ist eine Karte, die habe ich noch nicht. Die kann ich aber trotzdem schon mal reinmachen, wenn ich weiß, was für ein Deck ich ungefähr haben will. Ja?
Und dann ist es so, dass jede Karte, die ihr zieht, hat eine bestimmte Rarität. Das zeige ich euch hier nochmal. Hier kann man noch nach der NRSRUR. Also im Sinne von Normal, Common, Rare, Super Rare oder Secret Rare und dann hier Ultim, ja, Ultra, Ultimate Rare, sonst was. Vier verschiedene Raritäten gibt's. Und je nachdem, was für Deck ihr gebaut habt, seht ihr, was für Karten ihr braucht. Fangen wir mal mit einer Common an. Wenn ich eine hätte, habe ich eine Common hier drin? Habe ich nicht. Hier. Oh shit. So. Hier. Zerlegen 10 Stück, erzeugen 30 Stück, ja? Wenn ich jetzt keine Common-Punkte hätte und ich drücke hier auf Zerlegen, dann ist jetzt eine Karte davon weg und ich habe hier 10 Punkte mehr. Will ich die jetzt erzeugen, weil ich sage, ich brauche unbedingt 2 Stück davon, drücke ich auf Erzeugen. Hab jetzt wieder 2, habe aber dafür 30 Common-Punkte verloren. Und das ist es mit jeder Karte. Für jede Karte, die ihr zerlegt, wo ihr die normale Rarität habt, also im Normalfall kriegt ihr 10 Punkte, wenn ihr sie zerlegt und müsst 30 dafür geben, wenn ihr sie erzeugen könnt. Es gibt auch krassere Raritäten. Also die erste höhere Stufe sind dann 15 zerlegende Punkte und die krasseste, wirklich krasseste Rarität, die ihr ziehen könnt aus dem Booster, war bis jetzt 25 Steine. Für Ultiverse habe ich sogar eine gehabt. Ich glaube, einen weißen Drachen habe ich zerlegt, weil ich 4 Stück gehabt habe. Ich habe einen zerlegt, für den habe ich auch 30 Ultirare-Steine gekriegt. Dadurch konnte ich direkt eine neue Ultirare, ich glaube, einen Chaos Max erzeugen. Ja, also wie gesagt, zerlegen und erzeugen. Fürs Zerlegen kriegt ihr 10 Punkte, für Erzeugen gibt ihr 30. Und es kommt drauf an, aber an, welche Karte ihr braucht. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Deck hier mache und ich sag, ich will weißes Drachendeck machen, dann bräuchte ich jetzt hier für den 30. Warte mal, kann ich es vielleicht direkt zeigen? Ich gehe mal auf Super Rare. So, was kann ich denn? Dich kann ich nicht zerlegen. Also die storybedingten Karten, und das pisst mich an, die storybedingten Karten, die man bekommt aus dem Solo-Modus, die kann man nicht zerlegen. Die will ich nicht zerlegen. Ich mach das hier mal weg. Kann ich dich zerlegen? Nein. Nee, das sind alles story-relevante Karten. Schade. Ich hätte jetzt auch nicht genug Punkte. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich das direkt vorzeigen könnte. Sieht wohl schlecht aus. Ne, das sind alles storybedingte und die, die nicht storybedingt sind, die kann ich gerade nicht zerlegen. Nope. Zieht gerade nicht. Auf jeden Fall, was ich zeigen wollte, sobald ihr eine Super Rare hier erstellt, also 30 Punkte dafür gibt, dann taucht hier plötzlich so ein leuchtender goldener Schlüssel auf. Und wenn da so ein rotes Kreischen drüber ist, von wegen, du hast diese Nachrichten noch nicht geöffnet, dann klickt ihr da drauf und kriegt ein kostenloses Pack zu öffnen. Ein kostenloses Pack zu öffnen, wo diese Karte dann da drin ist. Und das ist dann hauptsächlich ein weißer Drachenbooster. Und wenn ihr den hier sozusagen freigeschaltet habt, indem ihr eine Super Rare aus dem Booster erzeugt habt, könnt ihr automatisch in Shop gehen und unter Geheimpacks findet ihr dann dieses Booster, das ihr freigeschaltet habt. Dann könnt ihr da drauf gehen und könnt entweder 1er Packs, was ich nicht empfehlen würde, oder 10er Packs kaufen. Wie gesagt, wenn ihr aber ein Deck erstellt, solltet ihr es erstmal Pseudo erstellen. Ja, möchtegern erstellen, auch wenn ihr die Karten nicht habt. Damit ihr wisst, okay, wie viele Ultis, wie viele Commons, wie viele Supers, bla 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 bla. Weil, wenn ich sag's mal so, wenn ihr ein Deck erstellt, direkt von Anfang an, das 10 Ultis oder mehr drin hat, dann solltet ihr euch zweimal überlegen, brauche ich das Deck wirklich, weil hier an diese Steine zu kommen, das ist echt schwierig. Vor allem, wenn ihr, wie ich schon den Duellpass auf
Level 100 habt, hier diesen Duellpass Gold, wenn ihr den schon auf Level 100 habt, dann kommt ihr ultra schwer an die Steine. Und ich habe jetzt wie viel? 1, 2, 3, 4, 4. Ja, 4 Decks habe ich selbst gebaut gekriegt. Und das fünfte habe ich noch nicht zusammen. Und ich habe dafür alle Steine verschwendet. Ich bin auf der Rangliste übel hoch gewesen. Ich habe den goldenen Duellpass da auf 100 gekriegt. So um den Dreh herum. Also wenn ihr nicht zu viel Zeit investieren wollt in Decks, ein Deck erstellen, als das Spiel eigentlich zu spielen, dann könnt ihr dann, ja, drei Decks sind's. Drei Decks. So viele könnt ihr insgesamt machen. Und wie gesagt, beachtet die Tipps, die ich euch gegeben habe, von wegen, was sollte ich mir holen, was nicht. Diese Kosmetik-Scheiße, Feld, oder Farbe oder bla 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 bla, das ist alles unwichtig. Es geht hier nur um die Karten. Holt diese Packs, von denen ich euch gesagt habe, weil da sind wichtige Karten drin, die kann man in jedem Deck gebrauchen. Ja, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Hier. Zum Beispiel seht ihr, habe ich hier Ash drin? Ich müsste hier eigentlich hier. Ich habe dreimal Ash, ja? Die habe ich hier dreimal drin. Und weil ich die hier dreimal drin habe, kann ich sie auch direkt hier dreimal drin haben. Aber ihr müsst sie nicht für jedes Deck extra kreieren, nur einmal reicht. Deswegen sage ich, die Hauptkarten, die wichtigsten Karten, die in jedes Deck rein können, die solltet ihr euch zuerst holen. Und das sind diese Packs dann halt. Und dann könnt ihr euch überlegen, wenn ihr ein Deck erstellt habt, von wegen, okay, wenn ich die ganzen Karten jetzt craften will, wie viele Steine würde mich das kosten? Ja. Ungefähr drei Decks so könnt ihr erstellen ohne Probleme, aber ab dem vierten Deck wird's echt kompliziert. Okay, ich habe genug gelabert, das war's.